Ja, hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Daylight. Hier noch eine kleine, wie möchte man sagen, Nachmeldung zu unserem Part, der uns leider abgeschmiert ist in der Mitte. Deswegen nur noch mal die Hinleitung hier so zu dem. Die Technik, Thaddeus, die Technik! Du hast gerade das Mikrofon sowas von geraked, das wird den Zuschauern nicht gefallen. Ja, übrigens hier der Cherry und natürlich der Nerd wieder am Start, klar, wie sollte es auch anders sein? Und wir haben jetzt den kleinen Part ein bisschen für euch am Vorspulen, sind wir hier. Das ist praktisch nur die Hinleitung dazu, wo wir dann letzten Endes ankommen. Ja, sieht halt ziemlich aus, ziemlich perplex, wie wir uns hier rumbewegen. Das sieht wirklich ziemlich aus, das ist der Wahnsinn, wie das aussieht. Sieht ziemlich aus hier, ne? Ja, wir labern einfach mal ein bisschen Quatsch drüber, damit ihr auch mal seht, so, ja, wir schneiden hier nichts raus, keine Fails oder so. Weil das ist jetzt einfach nur bis zu der Gefängniszelle hin oder so der ganze Weg. Und ich könnte versuchen, das hier in Double Time vorzulesen, aber es wäre unheimlich schwer, das Ganze hier so in Double Time vorzulesen. Also mir hat dann unten niemand etwas verloren, ich verstehe niemand, der weiter sucht sich dort einen Platz, um mit der Schwester rumzumachen, sorgt dafür, dass die Leute ihre Arbeit machen, nicht in den Hals rumtreiben. Punkt Biatch. Punkt Biatch, also Julians Block Battle, wir sind, glaube ich, nicht dabei, wir sind zu schlecht, oder sind wir doch dabei? Hall of Shame dann. Hall of Shame. Boah, ja. Hall of Shame, so statt Battleboy Basti, Battleboy Spasti. Ich dachte, ich wäre MC Deadweight. MC Deadweight, boah, was war mein Name nochmal? Bist du Fresh Zombie? Fresh Zombie, alles klar. Weil jeder da aussieht, ich bin auch gerade aus dem Grab aufgestiegen, wäre Spaß. Was? Hey, das ist doch voll normal. Du bist mittlerweile so alt, die graue Haare auf dem Kopf, dass ich dich echt aussehe wie ein Zombie. Heilige Scheiße. Ja, sie ist gleich da. Nee, also was sehen wir hier? Wir sind hier in dem scheiß Keller, in dem scheiß fucking Keller. Das ist gut genug, einfach nur noch das Ende des Gebiets. Einfach das Ende des Gebiets, ja genau. Im Keller haben wir noch ein paar Relikte gesucht, haben das sechste gefunden und jetzt sieht man eigentlich, glaube ich, nur noch, wie wir die Schere holen. Suche. Ja, Schere, was? Die Schere? Schere. Hast Schere du das gemerkt? Das habe ich mir gemacht. Ich glaube, da habe ich mir nochmal richtig in die Hosen geschissen, was man leider nicht mehr sieht. Aber egal. Und das dann, führt ja den nächsten Abpassen. Dann kommen wir auch schon durch das Siegel durch und sind jetzt hier in diesem komischen Zwischenpart drin. Ja, und hier hat dann leider ein bisschen was gefehlt, glaube ich, oder ja, Laptop ist überhitzt, ihr wisst ja, ich nehme das ja nebenher hier auf dem Läppi-Schläppi auf, also Ton und Bild, da ich mir noch nicht meinen 2500 € Computer bauen konnte, bisher. Drin nur weiter. Ja, ja, und ja, deswegen. Das ist ein Auto. Es ist wesentlich geiler als ein Auto. Jo, und jedenfalls, bis wir soweit sind, hier ist dann der eine Speicherpunkt. Aber jetzt gehen wir, glaube ich, noch gleich durch das komische Büro durch. Das war auch nochmal ganz interessant. Und dann folgt natürlich für euch Part 3 mit komplett wieder alles Live-Commentary und so weiter, wie sich das natürlich gehört. Wir haben jetzt bloß gedacht, wir können hier das Ding, wie wir durchs Büro durchgehen, können wir jetzt natürlich nicht ganz weglassen. Ist ja klar, dass manchmal beim Let's Play irgendwas schief geht oder so. Auf ihr verzeiht nein, das jetzt. Nein, einfach. Profis passiert so etwas nicht. Nein, Profis passiert so etwas Profis nie. Hätten sich hingesetzt und hätten das ganze Spiel, obwohl es sich immer ständig neu zusammensetzt, von vorne gespielt. Aber dann wäre es nicht mehr richtig gewesen. Die hätten so lange gespielt, bis es wieder dasselbe gewesen wäre. Ja, deswegen müsst ihr den Kanal abonnieren und uns weiter pushen, damit wir bald Profis sind und so eine Scheiße und dann nicht mehr machen. Und Geld verdienen und er sich seinen 2500 € Rechner holen kann. Genau. Und ich mir eine Haartransplantation leisten kann. Heilige, was? Du kannst auch meine Haare haben, vom Arsch. Ihr habt ihn gehört. Ja. Also bei mir ist der Haarwuchs noch ganz gut, auch wenn die Geheimratsecken so langsam ein bisschen rauskommen. Aber das ist sehr off-topic, ey. Da kannst du dran ziehen, kannst du ein Seil mitbauen. Ey. Und das ist nur oben auf dem Kopf, ja? Wow. Ja, ja. Ja gut, dein Klientel dürfte jetzt nicht kleine 12-jährige Mädchen sein, von daher dürfte das vom Tag zu Tag sein. So, und hier kommen wir durch und dann war's das auch schon und jetzt bis in der nächsten Part. Ja, hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Daylight mit dem Nerd. Ey yo, und dem Cherry. Ey yo, heute geht's irgendwie weiter. Ich habe keinen Plan, wo wir hier sind. Wir haben das letzte Mal, hatten wir
bei der Aufnahme, dass wenn wir euch ja hier vor dem Part erklärt haben, hatten wir hier ja ein bisschen Trouble sozusagen. Es ist immer schlecht zu fragen, ob jemand hier ist. Dass die das nicht lernt. Absolut. Vor allem nach dem letzten Part. Ungefähr 100 Mal rennt eine Tussi hinter ihr her. Nö, ich frag trotzdem, ob jemand da ist. Ja. Das Problem ist auch, wir haben den Ton ein bisschen leise. Es ist gerade so schlimm, wenn dann manchmal irgendwie was durchkommt. Was dann so durchsickert. Es ist viel schlimmer, dass mir unter der Woche gerade aufnimmt. Dude, die Tür. Fuck. What? Fuck. Fuck my fucking fuck. Also unter der Woche aufnehmen, es ist scheiße dunkel. Wow. Ja, halt hier im Zimmer halt nicht, aber gut. Ja gut, wir müssen da ein bisschen das Zimmer erhellen. Sonst wir müssen das Daylight simulieren. Boah, wow. ich hab's gehört. Ja, das war ein Witz auf Sarasaniveau. Ich hab's gehört. Ich hab das viel gehört. Weißt du, was ich... Oh Gott, wo ist denn dieses... Ich weiß nicht, was mit dir gerade los ist. Ich hab dieses... Dingens gehört. Und um ehrlich zu sein, ich habe keinen Plan, wo ich hier gerade rumjogge. Kann ich eigentlich, oh Gott, ich will das nicht einsammeln. Kann ich ja eigentlich unendlich rumrennen in dem Spiel? Das habe ich noch nicht so probiert. Ich glaube schon, oder? Bitteschön. Wie hat immer Zertan immer übersetzt? Zum Hitler. Okay, Personal. Die Gewaltausbrüche der Häftlinge, sowohl untereinander als auch gegenüber dem Personal, haben deutlich zugenommen. In Zukunft sind alle Wärter dazu veranlasst, in Gruppen von zwei oder mehr Personen auf Rundgang zu gehen. Schwestern ist es untersagt, kranke Häftlinge irgendwo anders als auf der Krankenstation zu betreuen. Keine Ausnahmen. Sehr schön, ich wollte gerade... Wow. Radioaktivität! Warum bin ich hier wieder? Ist das was anderes? Da war da eine Kamera. Hier in der Fall. Wo? Links. Das ist ein Telefon. Hörst du es? Es ist da. Oh, natürlich ist es da. Das. Aber das wo? Ich sehe es noch nicht. Keine Ahnung. Dein Part. Datum 20. Oktober 1910. An Captain Alex Senior. Häftling 203 hat sich heute Abend kurz bevor die Lichter ausgingen geweigert, ruhig zu bleiben. Er hat irgendetwas über einen dunklen Schatten geschrien, der ihn holen kommen würde oder etwas ähnliches. Der verrückte Mistkerl hat die anderen Insassen ganz nervös gemacht. Ich habe mich entschlossen, ihn einen Monat ins Loch zu stecken. Baxter wird ein Auge auf ihn haben, während er dort unten ist. Lieutenant Paul Ackerman. Ja. Der gute Paul Ackerman. Hilfe. Ich hab noch Flares, ne? Jetzt bin ich ab. Du bist vollkommen voll, was dein Inventar betrifft. Ah, okay. 12 und 6 liegt der Hammer, sein Löschen bleib ich allein lassen. Wo? Ganz am Anfang, wie man da umgrenzt, hast du gesagt, das Müllchen hat auf jeden Fall. Nee. Boah, ne. Oh mein Gott, wo bist du? Deine Mutter. Ah, jetzt kommt sie. Ich glaube, jetzt kommt sie. Das war das letzte Mal auch schon so. Ab jetzt kannst du Flair benutzen. Ich hab keinen Bock da drauf, ey. Bitte. Zahlreiche Berichte über Stromausfälle, das selbstständige Öffnen und Schließen von Zellentüren und andere elektrische Probleme wurden protokolliert und gemeldet. Das Wartungsteam wird morgen Tests an den Leitungen und der Elektronik der Hafteinrichtung durchführen. Fuck. Okay. Tu das. Ob ich schnell genug bin auf... Hey! Lauf gegen die Tür, ja. Hey! Bitte! Du Arsch! Du weißt, wie eine Tür funktioniert, oder? Aufziehen, dagegen rennen ist nicht so das Ding. Halt. Nemnesia hat das immer geklappt. Hilfe, nicht. Ja. Das hier ist auf jeden Fall eine Sackgasse, also haben wir hier alles... Fackeln vertreiben. Du hast doch die Map auf deinem elektronischen Gerät. Ja! Fuck, bitte kein Sackgas, Alter, was? Ich fick dich. Alter, was? Alter, fuck auf. Du fickst sie, während sie dich eigentlich töten. Ja. Na, du kommst schon mal durch. Fuck. Oh Gott. Ich bin irgendwie viel panischer als letzte Aufnahme, habe ich so. Ja, und ich bin irgendwie leicht ruhiger als letzte Aufnahme. Warum gibst du mir deinen Scheiß ab? Es könnte auch an deinem Kreatin, an deiner Kreatinüberdosis liegen. Hey, es gibt keine Kreatinüberdosis und das ist auch. Das ist ganz natürlich, Bro. Boah. Das ist ganz natürlich. Ja, ganz natürlich. Das ist hier wieder das. Map. Du, Map, Sackgasse. Map, so. Map. Sackgasse, ich muss jetzt hier Map vielleicht. Karte. Ich bleib einfach jetzt geradeaus, ne?
Ja, du läufst jetzt geradeaus im Moment. Ja, dann komme ich wieder in den anderen Bereich, da wo ich noch Zeugs da ist es. Holen kann. Hörst du das Vieh oder was meinst du? An Lieutenant Paul Ackerman am 22. Oktober 1910. Paul mit Heftig 200... Willst du das Datum nicht vorlesen? Hm? Okay, gut. Kein Plan. Ich hab zu viel andere Let's Plays geschaut. Paul mit Häftling 203 geht irgendetwas Seltsames vor sich. Letzte Nacht haben ihn Bert und ich kreischen hören. Es klang fast so, als ob es jemand anderes wäre. Das Kreischen hat aufgehört, als wir seine Zelle erreicht haben, aber er hat immer noch geschrien. Bitte? Es war, als ob die zwei Geräusche nicht zusammengehören. Ich weiß nicht, wie er das angestellt hat, aber er jagt mir einen Schauer über den Rücken. Er fängt immer an zu schreien, wenn die Lichter flackern. Der Mann ist völlig durchgeknallt. Paul und die anderen Häftlinge flehen mich an, sie wieder zurück nach oben zu schicken. Ich weiß verdammt nochmal nicht, was ich mit dem Kerl machen soll. Office Baxter Kelsey. Bitte, bitte, bitte. Es ist leer, 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 leer. Fluchtversuch, zwei Insassen. Die Wärter fingen sie ab und eröffneten das Feuer auf sie. Häftling 48 befindet sich in stabilem Zustand. Der andere starb noch am Ort des Geschehens. Dr. Mercer wird die Wunden des Patienten einer experimentellen Behandlung unterziehen. Sollte ich rennen? Oh, und jetzt langsam auftaucht. Wie ich dann immer an so anhalte und ein Stück zurückrenne, Alter. Was ist los mit dir heute? Boah. Das wird schon mal einfach durch. Ich bin dreckspanisch heute. Ah, du brauchst die Flare. Fuck you! Wo ist er? Ja, die war definitiv irgendwo rumrennen. Bitch, Alter. Du Hure, komm. Wenn du durch, jetzt kann dir nichts passieren. Come at me, bro. Come at me, bro. Ho, ho. Ho, ho. Hier ist nix, Alter. Spawn dead. Spawn dead, bitch. Wo ist jetzt hier? Da war doch irgendwo, Mann. Wow. Bitch, please. Hier war irgendwo was. Das war die Tür, ne? Das war die Tür, ja. Ich geh mal hier weiter. Hier war ich doch schon. Na! Na! Das ist die andere Tür, ne? Das ist die andere Tür, ja. Oh, ich habe es begriffen. Bitch. Dass hier zwei Türen sind. Bitch. Stirb! Ich mag dich nicht. Ich finde einfach die scheiß Hinweise nicht. Warte mal kurz an, ja. Das Problem ist gerade, ich gehe auf. Du kriegst auf dem Map nichts angezeigt. Nee, echt nicht. Ich glaube, das wird immer härter, je länger du brauchst. Und die kommt halt immer näher. Das ist echt schon ein bisschen doof. Ich könnte jetzt mal. Ich feuer mal so einen scheiß Leuchtstab rein und versuche einfach möglichst schnell an der irgendwie vorbeizukommen. Das funktioniert nicht. An der vorbeizukommen. Wenn ich jetzt in eine Sackgasse laufe, habe ich halt verkackt. Ne? Mach die doch. Okay. Die geht anders nicht weg. Ah, scheiße. Okay, das kommen wir mal da durch. Das ist ja sowas nur im begrenzten Bereich, wo es jetzt weitergehen kann. Ah, mein Handy fängt an zu flackern, wenn die nahe ist. Wer fühlt sich gerade noch an Silent Hill erinnert? Oder an Slender? What, bitch? Warum ging das jetzt nicht hier durchs scheiß Fenster? Weil... Ich hab nur noch zwei Flares, ne? Das wird knapp. Ich glaub einfach, ich renn ultimativ im Kreis. Bitch. Ob da war doch irgendwo was. Komm, bitte. Leck mich doch am Sack oder so. Das ist leer. Ja gut, in deinem Schrank finde ich eh nur was, wenn das Labyrinth-Symbol angezeigt wird. Mhm. Stirb. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen schlecht gemacht. Wann die nämlich da mal durchtaut, finde ich schon komplette Schockmoment. Das ist halt, glaube ich, penetranter mit der Zeit jetzt so, oder wie? Ja. Eine Signalfackel haben wir noch. Danach ist Ende Gelände. Ich glaube, ich muss hier jetzt irgendwie so... Rechts mal weiter in den Bereich rein. Ey, ich komme hier gerade absolut nicht zurecht. Nee, das war ein absoluter Fail. Oh Gott, bitch.
fick dich. Ah, hä? Das war komisch. Ich glaube, da unten kann man noch lang oder so. Ne, hier kommen wir her, aber hier kommen wir ja nicht mehr raus. Boah, dieses Maze-Game. Ist das einfach mit dem Siegel geschützt? Oh Gott. Ist wieder hinten dran, scheiße. Sackgasse. Sack, fuck. Ich finde es gut, dass du das im Auge behalten kannst. Ich irgendwie gar nicht gerade. Das ist, wo man hin. Ich hoffe mal, das ist nur übersehen. Wir waren jetzt Minimum schon 5 Mal. Warte. Oh, nutzt die Flare. Ja, ich glaube, ich muss echt die Flare nehmen, sonst bretzt es mich hier gleich um. Ne? So, aber wo ist jetzt? Ich brauche ja noch den einen Beweis. Okay, jetzt hätten wir schon mal deine Raum gefunden. Beweis muss dann irgendwo in der Nähe sein. Ah, links von dir, also das war das mit. Das haben wir schon durchsucht. In dem Raum ist ja noch eine Tür, waren wir da auch schon drin? Im Raum die Tür? Ja. Wo meinst du? Ja, da waren wir dann schon, ja. Ja. Uns fehlt ja noch ein Relikt, das. Was ist das für ein Scheiß? Das ist eigentlich echt nicht gruselig. Du hast einfach, okay, gut, jetzt haben wir dann eh irgendwann verloren, ne? Ja, Jumpscares sind aber eigentlich generell nicht gruselig. Das ist schlecht, ich glaube, aber Element schlechthin. Wie findet ihr Jumpscares? Schreibt's ja mal in die Kommentare. Du Nutte, lass mich. Wie findet ihr Nutten? Schreibt's ja mal in die Kommentare. Du Hure. Uah! Bin ich gerade durch die durchgerannt? Ja, bist du. Sollte das so sein? Die sieht aus, wie wenn sie 3 da nicht aufgestanden wäre. Oh, komm. Verkackt mich doch. Hier ist wieder das Ding, wo ich durch muss, alles klar. Ich check's gerade voll nicht, ey. Sind wir zu doof gerade? Könnt ihr mir das mal sagen? Wir nehmen übrigens schon ein bisschen Überlänge auf, weiß nicht. Echt schon wieder? Ja, nee, Quatsch. Es ist noch Zeit, fuck. Ja, komm. Nerv nisch. Ich hol de Bullen! Wie oft kann ich mich eigentlich treffen? 3 Mal oder so? Irgendwie sowas. Hier war ich noch nicht. Leute, sterbe. Fuck. Nein! Aber da war jetzt auch wieder nichts drin. Ah, Leuchtstäbe hast du jetzt wieder. Ja toll, die habe ich schon die ganze Zeit. Ja, du hast 3 noch gehabt. Du hast jetzt toll, wunderbarerweise wieder einer gefunden. Die helfen uns sowas wieder nix. Bin ich eh wieder im Anfangsbereich. Vielleicht finden wir das eine scheiß Relikt, weil es uns ja dann ein bisschen fucking angezeigt wird. Boah, es geht eigentlich aber mit Vorbeirennen an der Tusse. Habe ich irgendwie so einen Eindruck, wenn du da schnell genug bist. Ich komme mir gerade vor wie ein Goldfisch im Glas. So ein bisschen. Definitiv, ja, das ist das Feeling. Oh Gott. Ja, warte, Kontrolle benutze. Signalfackel. Da ist noch ein Schrank hinter dir. Ich hab ne. Datum 17. Juni 1931 betrifft Bad Augustins Verschwinden. Die Haut sowie die Zunge des Leichnams waren übersät mit verworrenen Schnittwunden. Des Weiteren haben die Augen gefehlt. Ob er sich das selbst zugefügt hat oder ob es das Werk von jemand anderem war, ist unklar. Als wir darauf drängten, die Tunnel zu durchsuchen, schaltete sich Dr. Mercer ein und übernahm das Kommando. Er führte eine kleine Gruppe von Wärtern an, denen er vertrauen konnte. Im Interesse der Familie des Opfers haben wir den Fall als Mord eingestuft. Die Überreste sollen verbrannt werden, bevor sie von der Insel geschafft werden. Flair, no scare. So, du hast das im Blick? Ja. So ein bisschen. Flair, no scare. Oder halt doch. Jetzt links, ne? Jo. Bitch. Piss dich, was brauchen wir denn? Jo. Die heilige Bibel. So, wir sind jetzt bei 15 Minuten, aber wir machen jetzt den Part gerade noch fertig. Ja, klar. So, sag Bescheid, ne? Fuck. Oh Gott. Ich kann jetzt ja nichts nehmen. Aber jetzt sterbe. Links, ne? Ah, du siehst die Map nicht, ich, ne? Ich seh jetzt die Map nicht mehr. Ja, toll. Warten wir geradeaus durch, geradeaus war... Das fühlt sich gut an. Irgendwie.
Fühlt sich gut, hat sich gut angefühlt. Ja, ja, war gut. War gut. Okay. Das Streamteam. Dürfte dann auch gleich einen Speicherpunkt geben. It's like genius again. Es lädt. Es lädt, alles klar. Gut, dann machen wir hier ein Folgenpäuschen. In der nächsten Folge geht es dann direkt im Mundo weiter. Bis dahin, sage ich, gehabt euch wohl. Ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und Peace.